In die Peterskirche entwickelte sich für kurze Zeit, wohl in den Jahren nach 1333, unter dem Vorzeichen volkstümlicher Frömmigkeit eine regelrechte lokale Wallfahrt. Zahlreiche Gläubige besuchten in der Kirche das Grab des Bruchsaler Färbers Gottfried. Alles ging zurück auf ein wunderbarlich Mirakul, 12 Jahre zuvor. Gottfried, ein leichtfertiger Bursche, lebte trotz seiner Armut in den Tag hinein. Nach einer seiner Zechtouren überfielen ihn schwere Ohnmacht. Für kurze Momente wieder bei Bewusstsein hörte man ihn murmeln, er sei ein armer Sünder. Nach dem Empfang der Sterbesakramente gab er am 25. Mai 1321 seinen Geist auf, zumindest dem Anschein nach. Sein vermeintlich toter Körper wurde in ein Tuch eingenäht und zu Hause aufgebahrt. Männer und Frauen aus der Nachbarschaft trösteten seine Witwe und beteten mit ihr vor dem Leichnam, bis sie spätabends allmählich einschliefen. Lange nach Mitternacht aber erlangte der scheintote Gottfried sein Bewusstsein wieder, richtete sich samt Laken auf und dankte Gott mit lauter Stimme. Das sagenhafte Geschehen machte die Runde, fast ganz bruchsalber auf den Beinen, und wollte das vermeintliche Wunder sehen. Was die Leute zu hören bekamen, war sensationell genug. Gottfried wusste vom Fegefeuer zu berichten und von der Hölle und dass Gott ihn, damit er Buße tue, noch einmal ins Diesseits habe zurückkehren lassen. Seine restlichen 12 Lebensjahre verbrachte er fast ausschließlich in der Kirche.